Der geeichte Reifenfüllmesser ist mit einem Manometer ausgestattet, mit einem Arbeitsbereich von 0 bis 10 bar. Geschützt in einem Kunststoffgehäuse sollte das Gerät mal herunterfallen, dass es nicht beschädigt wird. Gefüllt wird über diesen Drückhebel und abgelassen hier über diesen kleinen Druckknopf. Ausgestattet ist der Füllmesser selbstverständlich auch schon mit einem Druckluftnippel, um direkt loslegen zu können. Der Schlauch zum Befüllen selbst ist 40 cm lang und im vorderen Bereich mit einem Momentstecker ausgestattet.